S2,1 ist der Scheitelpunkt einer Parabel, die durch den Punkt A,1,3 verläuft. Bestimme die zugehörige allgemeine Form der Parabel. Um die Gleichung der Parabel zu bestimmen, stehen dir die allgemeine Form und die Scheitelform zur Verfügung. Da du den Scheitel und einen weiteren Punkt der Parabel kennst, solltest du dich für die Scheitelform entscheiden. Setze nun die Koordinaten des Scheitels und des Punktes A ein. (1, -2) ergibt -1. -1 in Klammern hoch 2 ist -1 mal -1, also +1. Auf beiden Seiten -1 und so erhältst du für a gleich 2. Setze nun in die Scheitelform für a gleich 2 ein, sowie die Scheitelkoordinaten xs gleich 2 und ys gleich 1. Um nun auf die allgemeine Form zu kommen, wendest du die Poklapsregel an. Bei der Potenz hoch 2 erkennst du die zweite binomische Formel. A minus b in Klammern ins Quadrat ergibt a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. 2 mal x mal 2 gibt 4x und 2 hoch 2 ergibt 2 mal 2 gleich 4. Multipliziere nun die Klammer mit 2 aus. Jetzt brauchst du nur noch die hinteren beiden Zahlen zusammenfassen und erhältst y ist gleich 2x² minus 8x plus 9.